Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Baba T-Shirt. Wo kriegt man das? Ich weiß nicht, Mascha hat mir das geschenkt. Überleg mal, Kevin würde mit Nachnamen einfach La heißen, okay? L-A-H. Und dann würde Mascha mit Vor- und Nachnamen. Sie würde einfach Mascha La. Oh Mann. Hallo, hier ist der deutsche Anzeigenhauptmeister Andreas. Ich bin für den amerikanischen Raum zuständig und arbeite für Herrn Mattei. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie mit Ihrem geliehenen Tesla Parkwestöse begehen. Ich bin nun auf dem Weg zu Ihnen, Herr Wolke. Wie, warte, was hat er gerade gemacht? Er hat gerade die Plastiktüte einfach auf den Boden geschmissen. Der Junge da? Ich krieg jetzt eine Ansage. Bro, hey, you can't just throw the plastic away. Why are you just throwing the plastic away? The bag, he's just a garbage kit bin. Das gibt eine Anzeige. Genießt die Aussicht aus über 350 Metern Höhe. Empire State Building direkt vor uns. Ah, das kommt direkt auf Twitter. Ja, du warst auch schon im 420 Museum. Yo! What? Guck mal, aber die haben alle Blüten abgenommen, ne? Die wollten nicht, dass sich jemand gönnt hier. Ich dachte, da draußen noch mal kann. Nee. Ja, also ich weiß es auch nicht genau. Es ist so, was ich gehört habe. Das ist meine Plantage. Warum ist vor Rohaze so eine Flamme? Rohaze ist das starke Zeug, das ist nur für mich. Ey, ich schwöre, wie oft hat er diesen fetten Clip in seine Videos gemacht? Locker 4-5 Mal. Reicht doch, Digga. Immer derselbe Clip. Alter, wie ich das hier aussehe mit dem Cowboy-Hut. Ich sehe das erstmal in das Streambild. Alter, ich sehe aus wie ein Meme mit diesem Sch*** Hut. Oh, nein. You're live on there? Yeah, yeah. You're not afraid of war in Germany? With the Russians? Sorry? Mit Krieg. Das heißt ja keine Angst, dass Deutschland Krieg gemacht hat mit den Russen. Das ist genau die Frage, die ich mir jetzt hier vorgestellt habe. Ich habe nämlich eben gerade in der Bildzeitung gelesen, dass die Russen sich vorbereiten, die NATO zu anzugreifen. Auch meine primäre Quelle der Infos. Die Russen sind da. Ich will nach Hause. Mein Name ist Adam. Ich war vor ein paar Jahren hier und jetzt bin ich endlich wieder da. Das ist der Unterschied zu Amerika und Deutschland, erklärt in einem kleinen Moment mein erstes deutsches Interview hier nach meiner Rückkehr in den USA. Ahol időpontokat lehet foglalni, az egységes is bíztak meg, ezért eltérő időpontokban került egy sor az időpont foglalásra. Például víz. Das ist der Unterschied zu Amerika und Deutschland, erklärt. Ich finde, von allen Wegen, die wir gehen könnten, sollten wir den nehmen, den wir nicht gehen könnten. Kennt ihr die Leute, die vor Verbotsschildern das so lustig nachstellen und dann so tun, haha, ich gehe ja trotzdem rein? Hier ist ein Restaurant und dieses Restaurant hat einfach so viele Schilder. Hier ist Schild 1, hier ist Schild 2, hier ist Schild 3, hier ist Schild 4. 35, 36, 37, 38, 39? Was ist das denn? Puffpeng, hast du nicht gesehen? So Leute, das ist das Upgrade. Vor ein paar Jahren habe ich hier noch in einem kleinen Motorboot ziehen müssen. Jetzt inzwischen ein ganzes Boot, das mir versehentlich gehört. Hier habe ich auf einem Boot damals Leuten zugerufen, dass ich ein Full-HD streame. Und das war ein paar Jahre her. Und seitdem bilde ich mir was drauf ein. Wir sind auf dem See und wir streamen Full-HD. Streamen Full-HD. Ja, Herrschaftszeiten, ihr kennt sie alle. DJ Erika, Antonio und seine Bubatz-Freunde. Wir werden hier das Boot umwandeln zu einem Schlagerboot. Herzlich willkommen hier zum Schlierseer Schlagerschiff. Los geht's mit drei liebenswerten Jungs. Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, 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 Hölle. Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Ich lasse doch alles, alles erzählen. Also wirklich, wir haben es jetzt geschafft, endlich nach so langer Zeit AI für uns zu gewinnen. Und das ist das, was die Menschheit daraus macht. Ich sehe aus wie ein fetter, alter Jonah Hill. Monty sieht übel fresh aus und Knossi. Und ich, was mache ich denn da? Ich bin komplett Knülle. Mein Charakter ist voll im Arsch. Die Sonne, das Nein! Oh nein! Egal, ich dodge einfach. Instant lock right now, what the f***, man? I'm gonna dodge this round, now. Oh, you dead. Why are you playing for Pino play in the figure? Shut the f*** up, man. Instant lock right now, what the f***? Don't cry about it.
wenn mein Twitch-Kanal fällt, dann morgen in dem Turnier. Ich entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus. Normalerweise bin ich lieb und freundlich. Gemma, I have also like a question. He was down, okay? And he defused the bomb. He defused the spike. And you look up! How in the world is he up when he defused on the ground the spike? Normalerweise bin ich lieb und freundlich. Aha. Roman, why are you talking? You have two kids. What the f*** you are doing on this game, dude? What the f***? What I'm doing? I'm on top of you all, of you five. I'm your father. Was mache ich denn hier? Warum spiele ich Valorant? Was ist mit mir passiert, Bruder? A kommt so ein Sensor reingeflogen. Jetzt nicht mehr pieken, nicht mehr pieken. Guter Bates. Wartet auf die Gans. Der wird vorbeispringen. Kannst du beim Rush Roggy und die Kakerlakenfabrik machen? Ich fand den Song ultra Arsch, Bro. Der Song ist wow, wow, wow. Digga, ich erwähnt immer, wenn das kam, war ich ein Turbo Er ist einfach UFO 187 oder so, what the f***, hä? Komplett krank. Digga, die Ladies werden's lieben, Bro, real talk. Denkst du, die DMs werden voll sein danach? Ja, komplett. Okay, okay. What the hell? What the hell? These beautiful things that I've got, please stay. Boah, das ist ein bisschen beängstigend. Irgendwas ist tatsächlich, auch wenn der Hintergrund anders ist, irgendwas ist gleich. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Wahrscheinlich wegen dem Mic, wie es reinkommt. Oh mein. Digga, also das ist krass, die Rolle an. War aber auch klar, dass du wieder nachmachst. Digga, soll ich jetzt das abreißen, weil ich die nachmache, oder was? Du bist im Nebenzimmer. Das war mir schon klar, dass ihr sagt, dass ich jetzt Papa Platte Kopie bin. Das beste Argument, was es gibt. Ich gehe nur einmal kurz auf Twitter, ich scroll. Ja, da ist es schon direkt. Papa Platte? Papa Platte 2.0. Ich bin nicht nach Papa Platte 2.0. Fino ist Papa Platte 3.0. Setz den Hoodie auf, ich lauf durch die Nacht. Wo ist Norex? Wie bis seit wann machst du was mit Kevin? Kevin hier. Nein, ich hab meinen Titel Papa Platte 2.0 gerade verloren wieder und bin glücklich damit. Wenn ich mir das jetzt hole, dann habe ich den Titel aber auch sowas von wieder. Wie kann man dein Zimmer so schnell wieder so scheiße aussehen? Du bist seit weniger als einer Woche in dieser Wohnung. Das sieht doch normal aus, oder nicht? Ich weiß nicht, was du hast. Denkst du, kommst alleine klar? Ja, das glaube ich schon. So putzen und so easy? Weil, Digga, wenn das meine Wohnung ist, dann werde ich das eh automatisch putzen.